Heute gibt es endlich mal wieder ein klassisches Unboxing-Video, Freunde. Und deswegen geht es hier heute um Hostel 3. Wir schauen uns mal gemeinsam an, wie die Qualität so ist. Zum Film kann ich euch leider nicht viel sagen. Ich habe ihn bis jetzt noch nie gesehen. Freue mich aber schon wirklich auf die Erstsichtung. Dazu wird es dann noch eine Review geben, demnächst irgendwann, wenn ich ihn mal gesehen habe. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ich die anderen Teile im Mediabook auch noch bekomme. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir switchen rüber nach dem Intro zum Unboxing-Video und ich wünsche euch dabei recht herzlich viel Spaß. Was geht ab, liebe Filmfreunde? Herzlich willkommen zu diesem Unboxing-Video von Hostel 3. Ja, eine Filmreihe, die ja wirklich. Ja, die lebt einfach durch ihren krassen Ruf, sagen wir es mal so. Wir schauen uns jetzt heute hier mal das Mediabook zuerst an. Ich habe noch nie einen Teil gesehen von dieser Reihe, muss ich wirklich sagen. Deswegen bin ich jetzt umso mehr gespannt. Und natürlich bin ich auch hier mal wieder auf die Nameless-Veröffentlichung gespannt, weil die ist ja oft oder eigentlich immer steht Nameless hier für absolute Top-Qualität. Und ja, da muss ich wirklich auch schon am Anfang direkt sagen, das Mediabook macht nun mal wieder einen echt hochwertigen Eindruck. Die Folie übrigens auch. Seht ihr ja schon, habe ich schon meine Probleme mit. So, jetzt ist er aber ab. Und wow, also das Artwork ist halt echt wieder. Es ist schon wieder genial. Und man kann über Nameless sagen, was man will. Die machen einfach die besten Mediabooks von der Qualität her. So, wir haben hier ein mega cooles Artwork, muss ich jetzt echt mal festhalten. Hier oben die Titelschrift Hostel 3 ist mit diesem Spotlack veredelt. Ich muss unbedingt schauen, dass ich die anderen Teile auch noch bekomme im Mediabook. Falls ihr hier irgendwie was abzugeben habt, ne? Also Teil 1 und 2, oder ihr wisst, wo ich die noch günstig herbekomme, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich da mega drüber freuen. Und ja, vielleicht hat ja auch einer von euch noch zwei Exemplare von Teil 1 und 2 halt. Also ne? Jedes Mediabook einmal. Und dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde ich mich mega freuen. Ja, so schaut das Ganze jetzt hier aus. Tolles Artwork, wirklich. Tolle Spotlack-Veredelung hier überall. Mega cool. Oben der Titelschrift zu, wie gesagt, auch glänzend. Das Artwork teilweise glänzend. Unrated sehen wir hier nochmal. Alles tipptopp. So, von hinten oder vom Spine her schaut das Ganze so aus. Hostel 3. Schön leserlich. Also, das ist auch super. Auch hier haben wir das Spotlack-Veredelung am Titelschriftzug. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger einzufangen, aber so seht ihr es dann doch ganz gut. Vom Backdesign schaut das Ganze dann hier so aus. Hier haben wir einmal Inhaltsangabe vom Film. Hier geht es um ein paar junge Männer, die wollen einen Junggesellenabschied in Vegas feiern und kommen allerdings dort dann in die Fänge einer gewissen Gesellschaft, Jagdgesellschaft wird das hier definiert. Und ja, was dann passiert, weiß ich auch noch nicht. Wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber es ist wahrscheinlich ziemlich unschön anzuschauen. Wir haben hier einige Szenenfotos, auch die mit Spotlack veredelt. Dann sehen wir hier noch die Limitierungsnummer. Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber vielleicht habt ihr da mehr Glück. Genau, hier Nameless, typisch mit dem Hologrammsticker. Es gab hier auch mehrere Artworks. Ich kann euch aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Das hier ist, glaube ich, das VHS-Motiv. Gab hier mehrere Artworks. Wie viele und auf wie viele die jetzt alle limitiert sind, weiß ich wirklich nicht. Es gab auch eine VHS-Edition und es gab auch, glaube ich, eine Schuber-Edition. Also es gibt schon genug Editionen von dem Film. Trotzdem sind die mittlerweile schwierig zu bekommen, weil der Film ist halt auch ja, sehr gefragt, wie die anderen Teile halt auch. Und deswegen hoffe ich vielleicht, dass einer von euch da noch was abzugeben hat. So, ich zoome mal kurz näher ran, dann können wir alles besser erkennen. Ja, so, hier haben wir einmal auf der linken Seite. Disc Nummer 1 ist eine Blu-ray- und DVD-Kombo übrigens. Ja, hier das Artwork auf der Disc, auch das kann sich sehen lassen. Innendruck ist sowieso wieder kräftig. Hier muss ich ja gar nichts mehr sagen. Also wirklich, ich kann immer wieder sagen, Nameless macht wirklich von der Qualität her die besten Mediabooks. Ist mittlerweile wirklich so. So, wir gehen mal durchs Booklet. Das ist, glaube ich, auch genäht. Ja, auf jeden Fall ist es stabil. Gut, wir haben hier dicke Seiten. Das möchte ich immer hier hervorheben. Das ist auch wichtig bei der Mediabook. Und wahrscheinlich auch viele Infos zum Film. Aber dazu, wisst ihr ja, kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen. Aber vielleicht kann da jemand von euch schon was zu beisteuern. Auf jeden Fall ist das Mediabook oder das Booklet jetzt an sich qualitativ hochwertig. So viel kann ich sagen. Lässt sich sehr leicht umblättern. Wir haben dicke Seiten. Ist nicht so dick, dass ihr euch die Finger brecht beim Umblättern. Aber die sind, ja, angenehm. Sagen wir es mal so.
und reißen auf jeden Fall nicht. Und wir haben hier wirklich einiges an coolen Szenenbildern. Auch viel Text, wie gesagt, dazwischen. Ich weiß aber jetzt nicht, wer das Booklet verfasst hat. Aber es hat auf jeden Fall ein paar Seitchen. Und ich denke mal, dass es über die Filme auch einiges zu berichten gibt. So, jetzt sind wir aber auch schon durch. Auf der rechten Seite hier die Disc Nummer 2. Mit diesem Artwork. Ja, auch cool. Und hier haben wir natürlich auch einen Innendruck. Auch der ist wieder kräftig. Also hier echt. Ja, das ist echt cool gemacht. Also, wie gesagt, die Mediabooks hier von Nameless sind tatsächlich echt immer die besten, meiner Meinung nach. Rein von der Qualität her. Ja, Booklet, wie gesagt, hochwertig eingearbeitet. Das passt alles. Sieht auch wirklich top aus. Also auch die Verarbeitung von innen, wirklich cool. Ja, ein rundum sorglos Paket, würde ich mal sagen. Wenn der Film jetzt auch noch gut ist, dann bin ich hier definitiv zufrieden. Und ja, dazu wird es dann definitiv auch meine Meinung geben demnächst. Und dann würde ich sagen, war es eigentlich auch schon mit dem Unboxing. Ich bin sehr gespannt, von euch zu lesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Film findet. Auch gerne, wie ihr das Mediabook findet. Und speziell dieses Artwork würde mich sehr interessieren. Ich finde es wirklich cool. Also es gefällt mir richtig gut, das Artwork. Und ja, ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen, Freunde. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Ostermontag, falls ihr das Video heute noch seht. Und dann einen guten Start in die nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund, euer Movie Pyro 911 und ciao!